Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zum allerersten Video im neuen Jahr, was ich drehe. Wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, werde ich heute eine Abendroutine drehen. Ich sag mal Lockdown-Edition. Was hast du getan? Ja, der Kai sitzt nämlich gerade in der Badewanne und... Und badet, genau. Wir haben jetzt, ich sag mal, wenn ich nicht arbeiten bin, haben wir wirklich nichts zu tun, mehr oder weniger. Aber das werde ich auch nochmal sehen. Ich wollte nämlich nochmal so eine, wie nennt man das? So eine Alltagsroutine, Lockdown-Edition drehen. Also, dass ich euch mal den ganzen Tag mitnehme und so zeige, was wir den ganzen Tag anstellen. Was halt, wie gesagt, nicht so viel ist. Karl hat hat zu Weihnachten einen Playmobil-Flughafen bekommen. Und da steht mein Handy jetzt. Und jetzt gibt es Tattoos. Und das ist der Flughafen, ja. Und ich würde mal sagen... So, also such dir mal was von denen hier aus. Ein Dinosaurier. Okay, dann kriegst du einen Dinosaurier. Wie macht denn der Dinosaurier? So, hier ist jetzt das übelste Chaos ausgebrochen. Beziehungsweise, sie haben heute sogar schon mal aufgeräumt. Die sieht aber trotzdem wieder spannend aus. Hier wird jetzt noch aufgeräumt. Ich muss sein Bett nochmal ordentlich machen. Hier gibt es jetzt übrigens eine Lichterkette. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die jemals schon gezeigt habe. Und normalerweise ist die Reihenfolge ja einfach anders, dass er halt, dass wir erst essen, dann mache ich ihn so weit Bett fertig, dann räumen wir auf, aber macht keinen Unterschied, ja. Und Karl hat hier auch mit seinem Vorhang gespielt, was weiß ich. Genau, wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf. Mein Essen ist noch in der Mikrowelle, Karls Essen, also Karl hat sein Essen schon und... Ihr seht, wow, in Seitenverkehr sieht das noch cooler aus. Also die Veränderung ist noch nicht endgültig, was Sofa betrifft und wie das hier gemalert ist und das Bild und so. Aber diese Ecke hier mit dem Bett, ich habe das heute soweit fertig gemacht. Heute kam dieses Stoffteil da an. Ich kann euch das auch nochmal aus der Nähe zeigen. Das ist so ein, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht das jetzt so richtig cool aus. Die Tür geht noch auf und wieder halt zu und so. Es ist, also ich finde diese Ecke ist schon ziemlich perfekt. So klar, hier die Lichterkette ist, habe ich einfach nur da so hingeklatscht und so. Und das hier ist auch noch nicht ideal, aber so Bett, Vorleger, Nachtschrank und dann dieses Teil hier. Ich finde es richtig schön. Man kann das natürlich hoch machen, das ist jetzt nur halt runter. Genau, die Lampe wurde umgehängt und wie gesagt, gestrichen wird noch anders und so. Genau, wir essen jetzt. Es gibt übrigens, kann ich euch auch zeigen, ich habe heute Mittag, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anfassen kann. Ganz kurz. Ja, dazu muss ich Licht anmachen. Ich habe heute Mittag Nudel-Möhrenauflauf gemacht. Hier, das ist Käse und, ja. Ich sag mal, sehr unspektakulär, sehr hoch, sehr wenig Zutaten, sehr schnell gemacht. Heiß! Ich kriege das niemals darüber mit einer Hand, oder? Sehr, sehr lecker. Es ist heiß, 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 heiß. Ja, sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, praktisch keine Zutaten, so außer Nudeln, Möhren, ein bisschen Gewürz und ein bisschen Dings hier, Schlagsahne. Genau, ich hole mir jetzt noch was zu trinken, dann geht's essen. Und wir lassen es uns schmecken. Nachtischzeit. Ja, wir essen jetzt noch ein Wassereis. Oh, meine schöne Expo-Tasse. Tasse ist. Nein, ich wollte gerade sagen, älter als ich, aber nein, ich bin älter als die Tasse. Aber nur ein kleines bisschen. Wir liegen jetzt in meinem Bett. Entspann noch ein bisschen. Ich habe irgendwann mal gehört, dass man nicht sofort nach dem Essen Zähne putzen soll, sondern da so 5 bis 10 Minuten warten oder eine Viertelstunde oder so. Wir haben auch noch eine halbe Stunde Zeit, bis Karl ins Bett geht. Wie gesagt, das wäre jetzt die Zeit, die so fürs Bett fertig machen eigentlich gedacht wäre. Ratti? Das Ratti mein Schatz. Ratti dein Schatz? Ja. Ja. So, wir schauen jetzt noch eine Folge Peppa Wutz und dann geht der Karl ins Bett. Und damit er danach nicht so aufgewühlt ist, weil das ist dann schon so zum Runterkommen, kann der Karl ja jetzt schon mal Gute Nacht sagen. Sag mal Gute Nacht. Gute Nacht. So. So. Ich gehe dann aber noch nicht schlafen. Mich gibt es dann noch. Aber jetzt gibt es erstmal Peppa Wutz. Und, können wir das Licht ausmachen? Kann ich jetzt mal zeigen.
wie schön das hier im Spiegel ist und vor allem da hinten mein Bett. Wir legen uns da jetzt so hier ins Halbdunkle. Oh, sieht man überhaupt noch was? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen jetzt eine Folge Peppa Woods und dann geht mein Kali ins Bett. Ich sag mal, abends mache ich entweder Zeug, was erledigt werden muss, also am Laptop, am Handy, was auch immer. Alles, was noch so abzuarbeiten ist, was auch einfacher ist, wenn Karl halt da nicht dabei ist. Oder ich telefoniere mit irgendjemandem, ich FaceTime, ich schaue was bei Netflix, ich überlege gerade, was ich noch so abends anstelle. Und ich hoffe, meine kleine Abendroutine hat euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen der Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch zur Zeit, ich sag mal, wenn es halt auch ein gezwungenermaßen ist, eine entspannte Routine, eine entspannte Zeit, mehr oder weniger. Klar, ist halt jetzt anderer Stress als sonst bezüglich, also bei mir halt Organisation, Kinderbetreuung und so. Aber alles wird irgendwann mal anders sein. Also wann auch immer und wir machen das Beste draus und wie gesagt, es gibt auch bald nochmal eine, wie habe ich das genannt? Ein Corona-Alltagsroutine-Video, was auch immer. Damit ihr mal seht, was wir so den ganzen Tag anstellen, wenn ich halt nicht arbeiten muss und ich nicht, was habe ich vorhin gesagt? Naja, ich halt keine Termine und sowas habe, weil dann bin ich der Kindergarten, beziehungsweise bin ich mit Karl der Kindergarten. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte unten drunter. Das ist theoretisch, da hat Philipp mit Karl ein Lebkuchenhaus gebaut. Genau, schaut da gerne vorbei. Verlinke ich, wie gesagt, unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.